Herzlich willkommen bei Kirche zu Hause. Schön, dass Sie die Andacht mitfeiern. Ich stehe hier am Zusammenfluss von Haselbach oder Haslach und Biebert. Ganz in der Nähe, da drüben, ist Münchzell, im Volksmund Kappel genannt, womit klar ist, dass hier in früheren Zeiten eine Kapelle, ein Gotteshaus gestanden hat. Ein Zusammenfluss. Die Wassermengen vermischen sich. Die Haslach bringt ihr Wasser aus dem Wald bei Wickleskreuth, die Biebert von Schmalenbühl her. Die Haslach endet hier und geht ganz in der Biebert auf. Das Wasser fließt unaufhörlich, mal weniger, mal mehr. Unwillkürlich komme ich ins Sinnieren. Woher es kommt, wohin es fließt. Die Anfänge relativ nah, das Ende mit der Mündung so 30, 35 Kilometer weg. Und damit endet die Reise dann nicht. Das Wasser fließt Fluss um Fluss in die Nordsee. Ich stehe hier im Kern Franken und fühle mich mit der Nordsee verbunden. Ein Hauch von Fernweh steigt in mir auf. Fernweh nach Meer mit 2 E. Und wenn ich schon nicht dorthin komme in nächster Zeit, dann könnte ich doch dem Wasser mitgeben, was mir so auf der Seele liegt. Ich gebe es ihm mit, ich lasse es los, lege es aufs Wasser und das trägt es davon. Verlässlich, zügig, weit weg. Das macht mich leichter. Fast wie beten ist das, finde ich. Ohne ein einziges Wort gesagt zu haben. Inwendig aber schon ein innerliches Zwiegespräch, könnte ich sagen. Wie beten. Und manchmal fühlt sich's an wie Vergebung. Ich bleibe stehen hier und sinniere weiter. Ich bin an einem bestimmten Punkt der Reise dieses Wassers. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Ganz wie bei jeder Begegnung, auch und gerade mit Menschen. Und da gibt es auch ein Vorher und ein Nachher. Und beide haben Einfluss auf das, was gerade geschieht. Die Rückblicke, genauso wie die Aussichten, Hoffnungen, Wünsche und Pläne. Und wenn sich die Begegnung in Beziehung vertieft, dann gibt es diesen Moment, diesen biografischen Punkt, an dem etwas Neues beginnt. Wo zwei zusammenkommen, beginnt ein neuer Abschnitt, ein neues Stück Lebensweg, Lebenslauf. Das ist mit den Flüssen, die zu einem Fluss geworden sind, übrigens nicht anders. Im Wiesenstück hinter mir zwischen den beiden Flüssen ist so ein weißer Pfosten. Auf dem stehen 3 Ziffern, 0,00. Und das heißt, hier beginnt die Zählung der Flusskilometer von Neuem. Den Zusammenfluss anzuschauen ohne diesen weißen Pfosten wäre nur halb so schön. Ist es nicht genau so, wenn Vergebung wirkt? Wenn abgetan, weggenommen, weg und vergeben ist, was da vorher war? Dann wird ab da neu gezählt. Dann fange ich neu an, zu lieben und zu atmen, zu hoffen und zu leben, zu glauben und zu vertrauen. Manchmal radikal, manchmal ganz banal und alltäglich. Und mache vielleicht dann doch wieder die gleichen Fehler wie zuvor. Aber wann immer, wo immer Vergebung wirkt, steht da so ein weißer Pfosten mit 2 Ziffern, 3 Ziffern drauf. 0,00. So ist für mich dieser weiße Pfosten so etwas wie ein profaner, aber kraftvoller Erinnerer, wie Vergebung Perspektiven eröffnet. Sehnsucht weckt nach mehr. Und diesmal mit H statt E. Amen.
Sieht, wie Gott, der Ehe,